Hallo zusammen. Ja, in diesem Video nehme ich euch heute mit zu Emsflower. Das ist ein Gartencenter hier bei uns in der Nähe und die haben eine ganz tolle Weihnachtsausstellung. Die ist jetzt mittlerweile schon wieder eröffnet. Und ich will mir da ein paar Inspirationen, oder wir wollen uns da ein paar Inspirationen holen, weil wir ja dieses Jahr auch die Terrasse, die wir draußen neu bekommen haben, ein bisschen gestalten wollen. Da soll also auch ein bisschen Deko hin. Ja, und ich bin ja auch immer noch auf der Suche nach besonderen Weihnachtsbaumanhängern und die gibt es da ja auch immer zuhauf, so ganz witzige, skurrile, lustige Sachen, Sachen von Disney und so weiter und so fort. Ja, und da gehen wir heute mal ein bisschen bummeln und euch nehme ich mit. Morgen geht es für uns dann direkt in das nächste Gartencenter, dann zu unseren Nachbarn in die Niederlande und da werden wir Oosterrijk besuchen. Die haben ja auch immer eine riesige Weihnachtsausstellung. Da gibt es dann aber nochmal ein extra Video zu. Jetzt fahren wir erstmal los zu Emsflower. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We won't go until we get some, so bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Ja, also wie ihr gesehen habt, da gibt es so wirklich so ziemlich für jeden Geschmack irgendwas. Egal, ob ein bisschen eher in diese kitschig bunte Art, so alle diese niedlichen Sachen oder eben wirklich etwas eleganter oder eben auch die ganzen Holzsachen. Also ich hätte im Prinzip rund um mich zukaufen können, habe dann aber wirklich nur diese zwei kleinen Sachen da gekauft, die ihr im Wagen dann zum Schluss gesehen habt. Das ist einmal diese Figur gewesen, dieser Weihnachtsmann quasi wie ein Bäcker. Der passt ganz gut in ein Glas, was ich fertig machen wollte. Da habe ich schon so Deko-Zuckerstangen und Kunstschnee für. Das finde ich dann ganz witzig, wenn da dann noch so ein Bäcker drin ist, auch mit diesem kleinen Lebkuchenhäuschen, was er da in der Hand hat. Und halt natürlich wieder ein Anhänger für die Girlande. Das darf halt nicht fehlen. Ich hätte da auch noch zig weitere kaufen können, aber ich habe mich dann auch ein bisschen zurückgehalten, weil wir ja morgen eben auch noch zu Osterig fahren. Das ist ja auch nochmal, ja, eigentlich nochmal ein ganzes Stück größer und noch mehr. Und auswählen auch von diesen Anhängern. Und da werde ich dann mal schauen. Vielleicht kaufe ich da ja schon ein bisschen mehr. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt einiges an Inspiration geholt. So wirklich bin ich mir aber noch nicht einig. Dabei habe ich doch echt ein bisschen Zeitdruck, weil im November komme ich nicht groß dazu, irgendwas noch einzukaufen. Denn wir sind den ganzen November fast unterwegs bis in den Dezember rein. Also wir fahren am 8. ja nach Frankfurt, wo wir dann am 9. abfliegen zu unserem Urlaub mit der Odyssey of the Seas durch die Karibik. Und wenn wir wiederkommen, dann heißt es ganz schnell Sachen auspacken, waschen, ein bisschen was erledigen hier. Und dann geht es die Woche darauf, den Dienstag, schon wieder auf die nächste Kreuzfahrt. Die ist zwar beruflich bedingt und hat sich jetzt erst kurzfristig ergeben, aber weg ist halt weg. Und da kommen wir dann erst am ersten Advent dann wieder quasi. Und von daher muss ich das alles schon vorher erledigen. Und schaue halt dementsprechend, dass ich wirklich alles zusammenkriege und langsam loslege. Ja, das war also jetzt die Weihnachtsausstellung bei Emslaw. Ich bin schon ganz gespannt, wie es dann morgen bei Osterig wird. Und das seht ihr dann in einem separaten Video, wie ich es ja vorher schon gesagt habe. Bis dahin sage ich Tschüss.